meine Lieben. Ja, ich muss schnell kontrollieren, ob die Kamera geht. Ja. Oh, ich habe am Fuß Schmerzen ein wenig. Beim Aufstehen habe ich jetzt gespürt. So, ich bin wieder da mit der anderen Hälfte vom Sternzeichen für Partnerschaft. Ja. Jetzt ist Waage dran. Nachher kommt Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Was ist in der Partnerschaft los? Und ich lege los. Ja? Was ist da? Zuerst mit Tarotkarten. Partnerschaft bei Waage. Noch eine. Danke. Noch eine da. Derjenige, der zuguckt. Noch eine Liebesbotschaft. Für dich. Guten Morgen allen. Ja? Samstagmorgen. Bisschen Platz schaffen hier. Ja. So. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Zwei Karten, Waage, Partnerschaft. Ja, danke. Also, Waage, was ich hier merke, ja? Ihr solltet euch mehr bemühen um eure Partnerschaft. Ja? Du oder dein Gegenüber sehr sympathischer Mensch, ja, vom Charakter her, mitfühlend, sensibel, offen, ja? Auch ein bisschen verträumt, das ist mit dieser Karte hier, ja, nicht so realistisch. Ja? Kein nicht so realistischer Mensch, ja, träumt, ja, aber auch sehr intuitiv, ja, man spürt, wenn etwas nicht richtig in die richtige Richtung läuft, ja, aber in der Vergangenheit brauchte diese Wechsel bei euch, diese Veränderung, ja, schon in der Vergangenheit musste etwas verändert werden, was dieser Realität nicht entsprechend gehandelt hat in der Partnerschaft. Ja? Man braucht einen Neubeginn, eine neue Chance. Ja? Und einer von euch war sehr auch spontan und Leichtigkeit in der Partnerschaft gebracht hat. Ja? Und auch nicht so realistisch, ja, und das ist die Veränderung, die musste kommen, ja, einfach beiderseits oder einer von euch musste lernen, realistischer im Leben zu sein, ja, Verpflichtung, ja, Pflicht,
wahrnehmen in dieser Partnerschaft, ja, Waage. Genau. Und immer noch im Gegenwart, ja, ist jemand, möchte einen neuen Anfang, ja, mutig, ja, ausgeschlossen, diesen Weg zu gehen. Aber jemand hält sich zurück, ja, hält sich zurück. Also einer möchte und der andere nicht, ja, so merke ich hier, ja. Das muss immer noch in Zukunft, habt ihr als Partner zu kämpfen. Weil einer zieht nach links und der andere nach rechts, ja. Obwohl derjenige hier, ja, ist sehr stolz, ja, weil was er alles erreicht hat in dieser Partnerschaft. Kinder, ja, Nachwuchs, man ist Pflicht gegenüber Kindern enorm, ja. Das ist seine Pflicht bewusst, der eine Partner. Hm? Und der andere ist ein bisschen geizig in seinem Handeln, ja. Und jemand hier möchte nur noch mehr Harmonie, Freude in dieser Partnerschaft, gute Stimmung, eine gute Phase wieder haben in Zukunft, Frieden und Geborgenheit. Ja? Das ist sehr wichtig, dass ihr als Partner in einer Wellenlänge seid. Ja? Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Ja? Und jemand ist auch sehr stolz, das merke ich hier mit dieser Karte, ja, sehr stolz und klammernd, ja, klammernd an Sachen, ja, an Wertsachen und anderen herum, der andere Partner sorgt sich um Kinder, ja, um Haushalt, um, ja, aber Potenzial ist da, aber irgendwie müsst ihr die Kurve kriegen, weil einer zieht nach links und der andere nach rechts. Ja. Jetzt sehe ich noch ein paar Karten bezüglich dieser Partnerschaft, was hier noch für Botschaft kommt. Ja. Ja, es muss eine Entscheidung her. Ja. Er muss sich bemühen, dieserjenige da. Er muss sich bemühen, mit Pflicht, ja, das Miteinander teilen. Teilen ist ein große Hauptthema hier bei diesem Mensch. Ob du das dich entspricht oder dein Gegenüber, du weißt deine Situation. Ja? Gib dir Mühe. Ja? Man soll sich mehr bemühen um die Familie, Kinder, Frau oder Mann, ja, um die Partnerschaft, ja? Dass es harmonisch weitergeht. Ja? Dass ihr eine neue Phase in eurer Partnerschaft, eine bessere Phase erlebt in Zukunft. Weil jemand spielt schon mit den Entscheidungsgedanken, ob du oder dein Gegenüber, das weiß ich nicht. Ja? Jemand möchte Entscheidung, diese Hin und Her, man mag nicht mehr. Ja? Deswegen, gib dir Mühe. Warte, Partnerschaft, ja, ein Neuanfang. Siehst du? Ein Neuanfang, ja. Es muss Entscheidungen getroffen werden. Es ist ein Hin und Her und Off-Beziehung hier. Ein Hin und Her, ein Machtkampf, ja. Ihr kämpft gegeneinander, ja, konkurrenzmäßig, ja. Es braucht einen Neuanfang, null, ein Neuanfang, schon von früher, schon von der Vergangenheit. Und das zieht sich, ja. Es braucht wirklich diesen Neuanfang, ja. Beide bewusst sein und in eine Richtung gehen. Ich möchte aber hier noch eine Karte für dich, wo zuguckt, ja, eine Botschaft. Was hier? Waage. Ihr müsst an eurer Partnerschaft arbeiten, ja, sonst werdet ihr die Kurve nicht kriegen, ja. Weiblichkeit, ja, Selbstvertrauen, ja, entwickeln.
innerhalb von der Partnerschaft. Ja? Selbstliebe ist im wackelt. Hm? Selbstliebe, ganz wichtig hier gerade. Ja, und behaltet das für sich, ja, was man schon, ja, Aufklärung, siehst du, Ausweg, auf Lösungen müssen her. Versteck, man versteckt das Ganze, ja, einer von euch versteckt dieses Wunsch auf Klärung, ja. Man muss mehr Selbstliebe, ja, Selbstvertrauen in die Sache gehen. Und Geheimnisse, Secret, ja, Versteck. Man muss sich öffnen. Ja. Man muss wirklich miteinander reden. Ja. Miteinander reden. Ja. Genau. Sonst ist man, geht in die falsche Richtung. Ja. Die Partnerschaft stagniert dann. Ja. Also wage. Alles Gute, ja? Bye!